Morgen. So. Mittwoch und Angie-Tag. Ja, ich habe schon mit ihr geschrieben. Die ist noch in der Stadt unterwegs. Und ja, ich werde mich jetzt erstmal irgendwie in Form bringen und dann fahre ich zu ihr. Bin soweit fertig. Aber ich muss noch ein bisschen Wäsche erledigen. Also, ich habe unten in der Maschine Wäsche drin, die muss trocknen und ja, bei der Gelegenheit schmeiße ich gleich eine neue Maschine an. Immer was zu tun, immer was zu tun. Gut, also, dann erstmal die Maschine leer machen, neu befüllen. Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Ich habe mit diesem Kanal 100.000 Aufrufe erreicht. Wow! 100.000 Aufrufe auf dem gesamten Kanal. Ja, finde ich jetzt schon mal anständig. Was mich dann immer wieder so, oh, naja, das leidliche Thema mit der Musik auf YouTube. Ich meine, bei den ganzen neuen Videos ist das jetzt hinfällig, einfach weil ich die Lizenzen für sämtliche Lieder habe, die ich verwende. Aber die ganzen alten Videos, und es ist schon wieder ein Video von mir, was quasi von jemand Dritten monetarisiert wird. Das heißt, das Lied wurde beworben auf einer No-Copyright-Free, also Copyright-Free-Seite. Und ja. Leute verwenden das sehr oft und dann durchsuchen die das Netz, wo wird das Lied verwendet und dann hauen sie ihr Urheberrecht drauf und monetarisieren die Videos. Ja, ärgerlich. Ich hatte ja das schon mal mit 3 Videos von einem Künstler. Die habe ich alle auf privat gesetzt, weil ich damit niemandem die Taschen voll mache. Jetzt ist es so, dass es ein Video ist aus unserem Türkei-Urlaub. Ein sehr schönes Video und ja, eigentlich habe ich keine Lust, das auf privat zu setzen. Aber andererseits habe ich auch keine Lust, irgendjemand anders die Taschen voll zu machen mit Arbeit, die ich gemacht habe. Klar, derjenige hat die Musik geschrieben, aber ich kann ja auch nicht sagen, hier verwendet die Musik, ist alles cool. Und dann hinterher so, ach, übrigens, das ist mein Lied, ich nehme die Kohle dafür. Also, ich kriege eh nichts, aber finde ich so ein bisschen assi. Habe ich beim letzten Mal schon assi gefunden. Jetzt weiß ich noch nicht so genau, was ich mache. Ob ich es privat setze oder nicht. Überlege ich mir noch. Ich packe jetzt meine Sachen und fahre los. Habe gerade mit Angie geschrieben, ja, sie ist jetzt noch bei Aldi, besorgt noch ein paar Sachen und dann fährt sie auch heim. Wir wollen nämlich heute Pizza machen, also selber machen. Das sind ja quasi so die letzten Züge des Februars und dann kann ich ja rein theoretisch auch wieder fertig essen. Im Moment muss ich zugeben, habe ich es gar nicht gemacht. Also neulich habe ich mal drüber gesprochen, dass ich mir eine Dose Ravioli mache. Habe ich dann letztendlich gar nicht. Da hatte ich gar nichts gegessen und ja, mal sehen. Also heute gibt es dann auf jeden Fall selbstgemachte Pizza, hoffe ich. Gut, das war auch wieder nötig und jetzt wollen wir mal schauen, dass wir zu Angie kommen. Yay! Auf geht's! Ich bin angekommen, draußen ist es am Schneien und das Ganze bei 2 Grad. Ja, super.
Ja, Angie ist aber gerade noch nicht da, weil ihr Auto steht noch nicht da. Das heißt, ich war sogar schneller als sie. Ja, ich denke, ich warte kurz, bis sie kommt. Vielleicht hat sie irgendwas zum Tragen, dann kann ich da gleich mithelfen. Mal gucken. Da ist sie, dann raus. Hello. Da bin ich. Jetzt ziehe ich Tja. mal gleich die Schürze an, ha? Ja, Weil sonst weil saue ich mich ein. Angie war ja einkaufen, sie hat die Hefe gekauft und jetzt werden wir erstmal den Pizzateig machen, weil das ist ja so ein untriebiges Wesen, das will ja immer erstmal Ich habe gehen nicht und nur dann die Hefe wiederkommen. gekauft, möchte ich dazu sagen. Ja, Ich habe wir mehr haben gerade gekauft. 4 Taschen Ich ausgepackt. wollte gerade sagen, Angie hat die Hefe gekauft. Es gibt einen leckeren Hefe-Pizzateig mit nichts drauf. Mit nichts. Ja, mit Hefe. Das ist auch viel gesünder. So hefig. Hefebröckelchen. So. Ja, wir werden sehen, was wir draus zaubern können. Ne? Mal Ich habe schon gucken. das ein oder andere mitgebracht für die Pizza. Ihr werdet sehen. Ja, so, jetzt sitzen wir hier am Tisch und ich habe beim Einkaufen uns was mitgebracht, was mich sehr an unsere Kindheit erinnert. Und ja, ihr kennt es bestimmt auch. Ja, natürlich. Das ist hier dieses Magic Gum. Das ist so ein Knallkaugummi. knisterndes, es steht drauf, und die knisternde Zuckerware mit Kaugummi. Popping Bubblegum. Geschmack Tutti Frutti. Tutti Frutti. Das war mir früher nie so bewusst, dass es Tutti Frutti ist. Geht auch eigentlich ja nicht um den Geschmack, ne? Bei den Dingern geht es hier eigentlich darum, was für ein geiles Geräusch das macht im Mund. Ja, habe ich gekauft, hat 69 Cent gekostet, 3 Tütchen sind drin. Also wichtig ist es, dass man sich das auch alles auf einmal in den Mund schiebt, ne? Manche machen da ja nur so ein bisschen, das geht gar nicht. Das ist wie mit Tic Tac, die isst man auch in großen Portionen. Ach, Nicht lang klasse. schnacken, Kopf Kuppe an. nacken, okay? Geil. Das war jetzt ein super Bild. Was geht denn das Geräusch? So, am Anfang ist die Tüte ganz schön viel im Mund. Geht aber dann. Und dann, wenn du es zerbeißt, schmeckt es gar nicht mehr so geil. Aber das Geräusch. Ist das gehört? Ja. Krass. Ende Gelände mit Knistern und Knacken. Kaputt gebissen. Also der Kaugummi an sich schmeckt eher Der Kaugummi ist ungeil. scheiße. Den spucke ich auch gleich wieder aus, aber das Knistern. Das Knistern ist ist immer geil. geil. Ja. Wir gucken jetzt mal nach unserem Pizzateig, genau. wie der so aufgegangen ist, ne? Es war viel zu viel Pizza. Wir haben es beide nicht geschafft. Nee, war viel. Aber es war gut. Ja, lecker war sie. Der Teig ist echt lecker geworden. Wir hatten halt unterschiedliche Pizzen, wie immer. Ja. Mussten wir dafür ja auch nacheinander natürlich machen im Ofen, ne? Also Ja. funktioniert ja sonst nicht. Aber Aber lecker. ja. Ja, und jetzt haben wir noch ein Stündchen, bevor ich wieder los muss in die weite Welt. Und ich bin wieder so müde. 8 Uhr, ich könnte mal direkt ins Bett gehen. Ja, es ist echt schlimm im Moment. Naja, Voll. ich kenne das. Ja, du musst ja noch ein bisschen wach bleiben. Ach, nur ein Nur so ein bisschen. bisschen. Ah ja, gut. Ich würde mal sagen, wir machen es uns jetzt erstmal hier bequem. Weißt du eigentlich, dass gestern der 600. Vlog kam? Nein. Ist mir Weiß ich vorhin auch nicht. erst aufgefallen in den Kommentaren. Und. Ja, du machst ja die Nummern immer, da achte ich überhaupt gar nicht drauf. Und wir haben 100.000 Aufrufe. Ja, das habe ich heute schon gesehen, das ist ja krass. So, gestern waren es noch 200 weniger. Ich frage mich, wer 200 Aufrufe jetzt gemacht, also an einem Tag. Finde ich schon cool.
Nicht schlecht. Ja, es ist schön. Für unsere Verhältnisse, ne? Klein, aber fein. So ist es. Na gut, ich melde mich dann nochmal, wenn ich zur Arbeit gehe. Ach, das ist auch voll spannend. Ja. Auf der Arbeit so, ne? Nein, auf der Arbeit darf ich ja gar nicht. Ja, ich weiß. Morgen ist Donnerstag, ne? Den ganzen Tag, ja. Morgen ist Donnerstag. Na gut, okay. Naja, wir werden sehen. Ja, ganz bekannte Perspektive, weil hier stehe ich gerne mal, wenn ich los muss, weil hier die Lampe an ist und man mich dann einigermaßen noch sehen kann, während das auf der Couch jetzt gerade nicht so möglich wäre. Ja, ein Tag neigt sich dem Ende und also für normale Leute, für mich geht er quasi erst los, weil ich jetzt zur Arbeit fahre. Aber ja, es gehört dazu. Also muss ich wohl durch. Angie? Bin ich? Kommst du noch mal ins Bild? Ja. Oh, sie kommt noch mal. Also muss ich noch weiterreden, bis sie wieder da ist. Ich weiß nicht genau, wie lange das dauert. Sie ist gerade im Bad. Und Frauen und Bad könnte länger dauern. Oh. Ich könnte nicht länger dauern, wenn du auch einfach so losschwätzt, ohne dass ich da bin. Bla 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 bla. Ich bin gerade mitten im Bad, da babbel da schon rum. Ne? Naja. Ich gehe jetzt in mein Bett. Oh. Ich bin ein bisschen müde. Ich werde an dich denken, wenn ich schlafen gehe. Das ist schön. Sie lag gerade schon auf der Couch neben mir und hat geschlafen. Ich habe nicht geschlafen, ich habe nur nachgedacht. Ach so, es tut mir leid, es klang so. Kommst du immer da drauf? Ach. Wir haben gerade ein bisschen Der Bachelor geguckt und waren eigentlich nur am Lästern, ne? Ja, was ist denn das auch für ein Format, ey? Was ist das auch für ein Typ? Das wäre jetzt so mal gar nicht mein Typ, muss ich sagen. Naja. So ein. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Mochi-Chi, finde ich. Oder? Ja. So mit dem Blick so. Naja. Naja, gut. Ich mache mich zur Arbeit. Angie geht ins Bett. Ihr könnt morgen wieder reinschauen. Da seht ihr, wie es mir so geht. Müde wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oder so. Also, bis denn. Bis dann. Ciao.